Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu. Ich weiß, wir können alle weinen. Und ich dachte mir, es wäre doch wirklich super, dass wenn ihr bald auch wieder Schule habt, ich euch einfach mal so eine Checkliste gebe mit genau den Dingen, die ich machen würde, um direkt in das neue Schuljahr reinzustarten. Kurz zu meiner Person, ich bin Lara Emily, ich habe dieses Jahr Abitur gemacht mit einem Schnitt von 0,8. Das sind jetzt so meine persönlichen Erfahrungen, ja, mit Dingen, die ich einfach immer gemacht habe, die ich auch wieder machen würde genauso. Und ihr könnt hier einfach mitschreiben und dann euch abhaken, falls ihr das Ganze schon gemacht habt. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Hier kommen dreimal die Woche neue Videos online zu den Themen Schule, Lernen, Produktivität, Organisation und alles rund um diese Themen. Also drückt auf jeden Fall kostenlos auf Abonnieren und noch gerne auf die Glocke und gebt ein Like und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, damit auch mehr Leute hier diese schönen Videos sehen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und ich bin auch sehr happy, dass du heute hier bist. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Video. So, hier ist meine schlaue Liste. Ach, wo ist es? Der allererste Punkt auf meiner Liste war immer, mein Vorwissen ein bisschen aufzufrischen. Das heißt für mich vor allem die Basics nochmal so ein bisschen zu wiederholen. Also gerade in Mathe fand ich es immer so hilfreich, nochmal zu gucken, was wir letztes Jahr gemacht hatten, um wieder gut reinzustarten. Oder auch in anderen Fächern einfach mal gucken, was im letzten Jahr alles behandelt wurde. Dann müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt eine ganze Woche da pauken oder so. Das ist wirklich nur ein einfaches Reingucken mal in die Hefte, mal in die Notizen oder so, um euch wieder ein bisschen zu erinnern, was da rankam. Natürlich könnt ihr auch fürs neue Jahr die neuen Schwerpunkte im Rahmenlehrplan nachgucken. Das geht vor allem gut, wenn ihr gerade in die Oberstufe kommt oder in der Oberstufe seid. Da kann man nämlich immer bei dem Bildungsserver genau die Schwerpunkte fürs nächste Jahr rausfinden. Also dann wisst ihr auch ganz genau, was für Themen im nächsten Jahr euch erwarten. Ich habe da auch mal reingeguckt, aber habe da jetzt nie irgendwas vorgelernt oder so, weil ich das einfach unnötig fand und das im Endeffekt auch wirklich nicht gebraucht habe. Also das müsst ihr nicht machen, würde ich glaube ich auch eher nicht empfehlen und dann eher die Zeit für bessere Dinge nutzen. Zum Beispiel für zweitens, das ist den Schulweg üben. Das ist jetzt für alle Leute, die noch nicht auf der Schule waren, auf die sie jetzt kommen. Also Leute, die die Schule zum Beispiel wechseln oder auf eine neue Schule automatisch kommen, wegen irgendwie weiterführender Schule und so weiter, Oberstufenschule, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die passieren können, dass man auf eine neue Schule geht. Und ich weiß noch, bei mir war das so, mein Gymnasium hat in der 7. Klasse angefangen, das ist in Berlin und Brandenburg so. Und als ich in die 7. Klasse kam, hatte ich einen ganz neuen Schulweg und ich war noch relativ jung und musste erstmal gucken, wie komme ich da irgendwie alleine zur Schule. Und ich bin in den Sommerferien auf jeden Fall den Radweg mal ein paar Mal mit meiner Mutter zusammengefahren damals. Einfach um mich daran zu gewöhnen, dass ich nicht am ersten Schultag direkt Stress habe, weil ich nicht weiß, wo ich irgendwie abbiegen muss. Deswegen das vielleicht zu üben, ist eine Sache, die man in den Sommerferien machen kann. Dann würde ich auch drittens auf jeden Fall die Stärken und Schwächen ein bisschen analysieren. Natürlich bezogen auf die Methodik, aber auch so ein bisschen auf jedes Fach bezogen, dass man genau weiß, was man im nächsten Schuljahr noch lernen muss, wo man sich kümmern muss und so weiter. Zum Beispiel war ich immer sehr gut darin, Texte zu schreiben und so Dinge, Urteilsbildungen zu formulieren. Das musste ich eher weniger üben, gerade Fächer wie Politik oder irgendwelche Sprachen oder so. Was ich aber üben musste, waren halt wirklich irgendwelche mathematischen Basics, die ich nicht konnte. Und da schon zu wissen, worin du gut bist und worin du nicht so gut bist, kann dir sehr helfen. Gerade irgendwie, wenn es auf die Abitur Vorbereitung hinläuft und du zum Beispiel wissen musst, was du für Fächer im Abi wählst. Da hat es mir auch sehr geholfen zu wissen, in welchen Fächern ich gut bin, in welchen ich nicht so gut bin und ja, welche Kategorien ich nochmal irgendwie stärken müsste oder so. Viertens, von unserer Schule haben wir jedes Jahr eine Liste mit Ereignissen des jeweiligen Jahres bekommen. Die konnten wir uns aus unserem Webportal einfach ausdrucken und da standen dann wirklich jede einzelne Ereignisse drauf, die dieses Schuljahr passieren sollten. Sei es irgendwelche Wandertage oder Sportfest oder Mathe-Olympiade oder irgendwie sowas. Und ich habe mir dann immer genau das alles schon in die Kalender eingetragen, dass ich genau wusste, wann was passiert. Auch gerade irgendwelche Brückentage, Feiertage, an denen dann keine Schule ist, hat mir immer sehr geholfen, die vorher schon einzutragen, weil ich dann auch mein Jahr einfach besser planen konnte. Also falls ihr sowas habt, dann druckt das gerne aus, schreibt es gerne in den Kalender auf oder guckt im Internet, was es da für irgendwelche Ereignisse gibt, die in dem Schuljahr dann passieren. Einfach um dann ein bisschen besser organisiert zu sein und sein Schuljahr schon besser zu planen. Weil ich fand immer, wenn man schon wusste, was ansteht, auch in welchen Klausurenphasen oder so, war ich mental schon mal besser vorbereitet, war ich mental ein bisschen ruhiger und konnte mein Jahr viel, viel besser organisieren und planen. Genauso ist es auch fünftens wichtig, seine Schulsachen schon zu organisieren. Ich habe mich da immer gefragt, wie ich meine ganzen Notizen organisieren möchte. Ob ich in einem Heft damit schreibe,
mitschreiben möchte, in mehreren Hefte, ob ich einen Ordner haben möchte oder mit dem iPad oder Tablet mitschreibe. Ich habe bis zur Oberstufe wirklich immer nur Hefte benutzt, also ich hatte für jedes Fach einen Hefter. Für mich war, by the way, Mathe immer rot, Deutsch blau und Englisch weiß ich gar nicht, aber Mathe rot ist einfach ein Fakt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Dann hatte ich auch in meinem Zimmer immer einen Schulschrank, also der ist direkt hier, seht ihr ihn vielleicht? Da hatte ich immer so zwei Fächer mit irgendwelchen Schulmaterialien, also einfach, indem ich die Bücher aufbewahrt habe, einfach indem ich andere Materialien aufbewahrt habe. Und ich würde auch in den Ferien das ein bisschen ausmisten, ein bisschen organisieren und gucken, was für was steht in dem Schuljahr dann, da man dann das am besten vorbereiten kann und dann in dem Schuljahr nicht mehr so viel Stress hat. Genauso würde ich auch meine Schultasche organisieren und gucken, was ich alles mitnehme. By the way, habe ich auch da mehrere What's in my Bag Tags schon gefilmt für die Schule. In diesen Videos könnt ihr genau sehen, was ich immer mitgenommen habe, was irgendwie relevant ist für die Schule und was auf keinen Fall in eurer Schultasche fehlen darf. Also die schon vorher zu packen und schon ein bisschen zu wissen, was ihr mitnehmen müsst, ist auch hilfreich. Achtens, ihr könnt euch ja vorher auch mal gerne überlegen, was ihr schon zu essen und zu trinken in die Schule mitnehmen wollt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzuwachen und sich extrem zu stressen, wenn man nicht weiß, was man alles mitnehmen soll in die Schule und dann irgendwie noch Hunger hat, dann irgendwelche ungesunden Riegel oder so reinschmeißt. Das kann man natürlich präventiv vermeiden, indem man sich schon vorher eine Liste schreibt mit irgendwie gesunden und leckeren Snacks, die man sich für die Schule machen kann und dann auch vielleicht schon ein bisschen zum Meal preppen und am Abend davor die Dinge dann für den ersten Schultag schon rauszulegen und so. Sich Meal Prepping Pläne für die Woche zu machen, habe ich auch ab und zu gemacht und es hat mir immer sehr viel Stress erleichtert und erspart. Dann würde ich neuntens auf jeden Fall darauf achten, dass eure Schlafgewohnheiten wieder intakt sind. Ich glaube, in den Ferien sind wir alle nicht ganz so in unserer guten Schlafroutine und stehen spät auf und gehen spät ins Bett oder so. Und es ist aber sehr wichtig, dass man eine reguläre, also eine richtige Zeit hat, zu der man aufsteht und zu der man auch schlafen geht und ins Bett geht und so, damit sich dein Körper einfach daran gewöhnt. Und ich mache das gerne so, dass ich da so Stück für Stück mich ranarbeite. Das heißt, wenn ich jetzt in den Ferien irgendwie um 1 Uhr nachts schlafen gehe, aber eigentlich sonst so um 21 Uhr schlafen gehen sollte oder so in der Schule, dass ich dann vielleicht eine Woche mir Zeit nehme und dann jeden Tag eine Stunde früher ins Bett gehe. Dass man nicht irgendwie radikal von heute auf morgen sich 5 Stunden oder so dann früher ins Bett legen muss, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig für den Körper, sich daran zu gewöhnen. Deswegen Schritt für Schritt sich da ein bisschen schon eine Woche Zeit nehmen, um sich da irgendwie ein bisschen dran zu gewöhnen, wieder an die neuen Schlafgewohnheiten und vor allem an die neuen Aufstehzeit. Dann habe ich auch zehntens immer so ein kleines Notfallkit dabei gehabt in der Schule. Das kennt man ja schon ganz viel aus diesen What's in my Bag Tags von Leuten, die ihre Schultaschen zeigen und diese Notfallkits mit irgendwie so Creme, Pflaster, Haargummis oder so. Habe ich mir damals auch abgeguckt und hatte das jetzt auch immer in meiner Tasche drin. Würde ich auch weiterhin so machen, weil es hat mir sehr oft sehr viel Stress erspart, weil ich irgendwas dabei hatte, was mir sonst echt gefehlt hätte. Taschentücher oder so. Also man weiß nie, wann man sowas braucht. Ich habe mich auch immer vor jedem neuen Schuljahr gefragt, was eigentlich meine Motivation ist und vor allem auch, was meine Ziele sind. Denn ich glaube, wirklich so ganz planlos in ein Schuljahr reinzugehen, wird auch funktionieren, aber wird dann nicht so die besten Resultate hervorrufen. Weil man natürlich nicht mal ein Ziel hat, auf das man irgendwie hinarbeitet. Und eine gute Nachricht für euch, zu dem Thema Zielsetzung und Motivation kommt auf jeden Fall auch noch ein separates Video online, in dem ich euch genau zeige, wie ich meine Ziele setzen würde, wie ich sie immer gesetzt habe. Hab aber jetzt auch schon aktuell ein paar Videos dazu, die ihr euch auch schon mal gerne angucken könnt, weil ich zur Motivation noch immer sehr oft gefragt werde und selbst auch viel Struggle hatte und so. Deswegen gibt es dazu auch schon sehr viel Content hier auf YouTube bei mir. Des Weiteren habe ich auch immer noch vor dem neuen Schuljahr meinen Arbeits- und Lernplatz hier hinten neu eingerichtet, also vor allem aufgeräumt, weil ich in den Sommerferien immer sehr viel Stuff darauf hatte, der da gar nicht hingehört. Also irgendwelche anderen Sachen, die da den Platz wegnehmen, würde ich dann vor dem Schulstart auf jeden Fall aufräumen, dass man wirklich einen guten Lernplatz hat, an dem man sich gut konzentrieren kann und effektiv arbeiten kann. Dann würde ich aber auch auf jeden Fall ein bisschen entspannen und auch schon für Ideen für Entspannung sorgen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr habt bald eine Klausurenphase, die Schule beginnt, es wird wieder stressig, sucht euch irgendwelche Dinge, die euch entspannen. Irgendwelche Hobbys, die ihr euch anmelden könnt oder die ihr schon jetzt einplant, irgendwas wie Lesen oder sowas, was ihr auch zu Hause machen könnt. Da schon mal eine grobe Idee zu haben, was passieren wird, was passieren kann im nächsten Schuljahr, hat mir auch sehr geholfen, dass, wenn dann die akute, stressige Phase kam, ich genau Dinge hatte, von denen ich wusste, wenn ich sie jetzt mache, die beruhigen mich, die
entstressen, die destressen, die entspannen mich wieder. Da würde ich mir vielleicht so eine kleine Box machen, eine kleine Liste machen mit Dingen, die man dann zu diesen Zeitpunkten einen guten Angriff nehmen kann. Und letztendlich, ganz, ganz essentiell, sind die Lernmethoden. Also wisse am besten schon am Anfang, wie du lernen willst. Das ist vor allem wichtig für die Oberstufe, für Jahre, in denen der Abschluss wichtig ist, weil du natürlich wissen möchtest, wie kannst du die bestmöglichen Noten erzielen mit dem geringsten Aufwand. Und dazu habe ich hier vom Kanal richtig, richtig viele Videos. Also stöber da gerne mal durch. Ich habe super viele Lernmethoden schon exposed, wie ich es geschafft habe, ein gutes Abi zu schreiben. Und ja, würde dir das nur ans Herz legen, falls du Lust hast, gute Noten und gute Resultate zu erzielen, gleichzeitig aber da wirklich effektiv zu sein und nicht zu viel Zeit damit zu verschwenden. Ja, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vor allem eine schöne Woche und natürlich, first of all, einen wunderschönen, erfolgreichen Schulstart. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann ihr wieder Schule habt. Ich bin da ganz gespannt und hoffentlich sehen wir uns dann hier bald noch wieder. Tschüss!